interessant, dass die das tatsächlich tun, aber ich darf das halt nicht versprechen. So. Und da auf dem Glatteis bewegen wir Wellnessberater uns ständig. genau. Wir haben bei doTERRA, bei doTERRA Ölen einfach eine, wenn wir grundsätzlich schauen, dann haben wir eine Sicherheit, weil die Qualität rein ist, und wir haben eine Vielseitigkeit und eine Bandbreite, weil die Qualität so hoch ist. Wir haben auch ethisch einfach eine Reinheit und eine Korrektheit und eine Schönheit, wenn man sich den Produktionsverlauf anschaut, wie doTERRA produziert, dann macht es einfach froh zu sehen, dass eine Firma, eine sehr große Firma, die alle Dinge richtig tut, so die man sich als bewusster Kunde einfach wünscht. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass man Schwarmwissen dabei hat, auch noch, weil wir eben viele doTERRA-Anwender sind, die sich sehr gerne sehr viel mit den Ölen beschäftigen. Und da entsteht einfach wenn man in Facebook-Gruppen oder in WhatsApp-Gruppen und so weiter mitreist, da entsteht einfach ein tägliches Weiterlernen, was ich ganz, ganz, ganz toll finde, weil man eben nicht studieren muss und eine Ausbildung machen muss, um diese Öle benutzen zu können, sondern man muss einfach offen sein für die Information, die so natürlich reinkommt über soziale Medien zum Beispiel. Hohe Qualität oftmals. Also wir sehen dazu in unserem Team, dass die Qualität einfach sehr hoch ist, dass wir da nicht Sachen versprechen oder Sachen erfinden, die es gar nicht braucht, weil die Öle sind einfach total potent. Und natürlich, wenn man die Öle an sich heranlässt, dann machen die ganz viel mit einem. Also im Haushalt entgiften, im Körper entgiften. Sie sparen Zeit und Geld, weil ich zum Beispiel viel weniger zum Arzt muss, weil ich meine Gesundheit proaktiv im Griff habe, und dann nur noch für ganz schlimme Sachen, die das Gesundheitswesen an mich heranlassen muss, was ich sehr, sehr, sehr als eine Freiheit empfinde. Genau. Es gibt ja verschiedene Wege, mit der Gesundheit zu arbeiten, und doTERRAs Weg geht eben da an die Wurzel. Wir wollen immer einfach gucken, warum geht es mir so, wie es mir geht, und nicht einfach ein Pflaster drauf machen. Natürlich, das Pflaster kann man auch mit pflanzlichen Medizin oder pflanzlichen Modalitäten, kann man auch immer Symptome bearbeiten, macht man ja auch erstmal. Aber am Ende gibt man dem Körper eine Hilfestellung, dass der Körper an die Wurzel der Ursache, an das Grundlegende da herankommt und von dort aus sich selber in die Heilung begibt. Das sind also gar nicht die Öle, die uns da Symptome beheben, sondern eigentlich, was die Öle machen, ist, dass wir in die Balance zurückkommen. Wir helfen dem Körper, die natürliche Gesundheitsbalance wieder zu finden. Genau. Und können damit ziemlich wenig falsch machen. Das gefällt mir sehr. Als Mutter kann ich das an meinen Kindern verwenden. Ich kann das an meinen Haustieren verwenden. Natürlich in der richtigen Dosis. Und da gucke ich dann erst nochmal, wie macht man das nochmal genau und so. Aber das ist einfach, ich kann das sogar meinen Hühnern im Garten, kann ich sogar mit ätherischen Ölen helfen, die Vogelgrippe nicht zu bekommen. Das darf ich sogar sagen, weil das sind Tiere und da darf ich solche Sachen ausdrücken. So. Aber das ist ganz verrückt, dass das einfach. Dass es so viele Anwendungsbereiche gibt bei doTERRA Ölen. Was ich vielleicht Genau. nochmal Ja, gucken würde, wenn du noch zurückgehst, also was ich ich gehe natürlich nochmal zurück. es unterstützt halt das Immunsystem, und was für mich noch, ich sag mal, ein bisschen neu war, diesen Bereich Wellness. Also für mich war, wenn ich an Wellness denke, okay, man hat einen Tag frei in der Sauna, aber ich muss sagen, seit ich die Öle habe, ist es für mich einfach, fühlt sich das nach Wellness an, wenn ich mir Deep Blue auf meinen unteren Rücken schmiere und mein Past Tense auf meinen Kopf mache, was einfach vorbeugend ist, und ich dann einfach keine anderen Sachen mehr dafür nehmen muss und das mir einfach ein angenehmes Gefühl gibt, oder wenn ich halt diese schönen Gerüche habe, die ja auch einfach für, also die ganzen Zitrusfrüchte, die einfach dafür sorgen, dass man
entspannter ist und ein bisschen entstresst ist. Und das wirkt sich natürlich auf den Körper aus, weil umso entspannter ich bin, umso weniger verkrampft bin ich dann und umso weniger, also umso besser geht es mir. Ne? Also das sind dann so diese kleinen Wellness-Sachen und auch zu dem Thema, auch diese Vielseitigkeit. Ich weiß nicht, mein Mann hat auch gesagt, so hier, wie oft nimmst du jetzt eigentlich die Öle am Tag und jetzt hast du sie dort angewendet, im Bad und jetzt hier und jetzt spürst du da was hin und dann auf da, auf dein Knie. Und das ist dann für manche Leute so ein bisschen komisch, wenn man die einfach so überall verwendet. Aber die Frage ist ja eigentlich, warum muss man überall Synthetik verwenden, wenn es auch natürlich geht? Also Kat hat das ja schon ein bisschen angerissen. Das ist ja so wie eine Entgiftung. Also jetzt nicht nur, also wenn wir das jetzt an unserem Körper verwenden, aber auch für den Haushalt. Wenn ich jetzt meine Haushaltsreiniger selber mache und die die Öle dann unterstützend da auch reinnehme oder in die Wäsche oder also auf diesen ganzen Bereichen, das ist ja auch gut für die Umwelt, umso weniger Synthetik man verwendet, weil das geht ja dann auch durch den Abfluss in die Erde rein und dann wieder in den Nährboden und so. Das ist ja ein Kreislauf und umso weniger ich da was Synthetisches verwende, sondern lieber was Natürliches, ist es ja auch, auch unterstützend für die Erde, könnte man sagen. Genau. doTERRA bedeutet ja von der Erde für uns und wenn wir das jetzt im Anschluss an das, was Alex gesagt hat, einfach da, dann tun wir ja wieder für die Erde was. Das ist also ein geschlossener Kreislauf in dem Sinne. Genau. Und hier, ich muss nur schnell schauen, es könnte sein, dass mein Baby gleich kommt. Oh, nee, nur mein Mann und mein Baby. in der nächsten Slide gibt es jetzt ganz viel Info auf ganz wenig Platz. Und da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, aber das, ich rase da jetzt durch und ihr könnt einfach nochmal sagen, stopp, erklär das nochmal oder so. Ätherische Öle sind sehr, sehr potent. Also wenn ihr da unten schaut, 28 Tassen Pfefferminztee sind in einem Tropfen Pfefferminzöl enthalten. Das heißt, man spart wahnsinnig viel Zeit, weil wie lange dauert es, 28 Tassen Pfefferminztee zu trinken? Da muss man ziemlich pipi danach auch. Ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, weil es dann auch mal den Körper durchwäscht. Aber wenn ich nicht so viel Zeit habe, dann kann ich halt einfach mein Pfefferminzöl nehmen und davon einen Tropfen in ein Glas Wasser tun und das auch langsam und genüsslich trinken, aber habe meinem Körper dann einfach ziemlich viel pflanzliche Information zugeführt. Warum ist das gut? Das ist gut, weil wir ganz viele Rezeptoren haben in unserem Magen-Darm-Bereich zum Beispiel für Pfefferminze. Und das wird aufgenommen, das wird verarbeitet und der Körper kriegt dann einen Boost für die Verdauung zum Beispiel. Für die Energie, es kühlt. Das könnt ihr auch ausprobieren. Alle, die ein Pfefferminzöl in der Nähe haben jetzt, können das mal nehmen und aufmachen. Und ich tue jetzt nur so, weil ich stille und bei mir das Pfefferminzöl die Milchproduktion etwas zurückschraubt. Deswegen tue ich jetzt so. Ihr dürft das aber alle machen. Erstmal natürlich dran duften. Tatsächlich süßlich duften und manchmal ist das ziemlich intensiv. So, und dann nehmt ihr einen Tropfen in die Hand, wie Alice das schon macht jetzt, und tut euren Daumen in den Tropfen rein, stippen, und dann tut ihr es an den Gaumen oben. Und da kann man es dann ein paar Sekunden halten, damit das so, das ist ganz nah am Gehirn da oben am Gaumen. Das sind, glaube ich, 1,5 Zentimeter, und dann ist da schon die Hypophyse und so weiter. Und das wird da hinein diffundieren. Dann könnt ihr den Rest in den Händen verteilen und im Nacken schön den, genau, erstmal noch dran riechen, wenn ihr wollt. Wahrscheinlich habt ihr schon Pfefferminze im ganzen Nasal- und Oralbereich jetzt gerade. Und jetzt könnt ihr den Rest auf den Schultern und am Nacken verteilen. Das ist da auch schön, apropos Wellness, sich eine kleine Massage zu geben. Hier sitzt ganz viel Stress immer wieder. Was ihr aber in ein paar Sekunden merken werdet, ist auch, dass es dann da kühlt und ein bisschen ja, hebt. Also eine Hochbewegung. Es steigt auf einfach. Und das ist das Menthol, was einfach verdampft, beziehungsweise was den Nerven auch bildet vorgaukelt, das ist das Wort, dass da jetzt plötzlich kälter geworden ist. Das ist aber gar nicht so. Ne? Ihr seid ja immer noch körperwarm, aber das Menthol und die Nerven machen da etwas, was einen kühlenden Effekt im Körper
entstehen lässt. So. Das waren jetzt drei Arten, wie ihr zum Beispiel Pfefferminz anwenden könnt. Und ihr merkt aber daran, glaube ich, wie intensiv Pfefferminze, ein Tropfen Pfefferminz ätherisches Öl ist. Und das ist so intensiv, weil es einfach 100% reines ist. Es ist kein, es ist nichts mit drin, was da nicht reingehört. Die Pflanzen werden in einer Umgebung angepflanzt, wo sie einheimisch sind, beziehungsweise wo dasselbe Klima herrscht, wo die Pfefferminze sich am allerbesten entwickeln kann. Und dann haben wir ein chemisches Profil in der Pfefferminze, das einfach eine therapeutische Qualität besitzt. So, du kannst natürlich auch Pfefferminze in deinem Garten anbauen. Das wird dann aber ein anderes Profil sein. Es ist nicht schlimm, es schmeckt trotzdem gut, wenn man da einen Tee draus macht, aber dieses garantierte therapeutische chemische Profil, was wir bei doTERRA jedes Mal in der Flasche haben, das kriegt man nur, wenn man ganz, ganz vorsichtig in der Produktion ist. Und da ist doTERRA am striktesten getestet. Also wirklich von allen Seiten wird drauf geschaut, dass da nichts schief läuft in der Produktion, dass niemand etwas heimlich da reintut. So. Also die Öle irgendwie aus ihrer, ja, irgendwie puncht. Das macht man nämlich viel in der ätherischen Ölindustrie, dass da verdünnt wird oder synthetisches Menthol zum Beispiel dazugegeben wird, um einfach aus einem Liter ätherischem Öl mehr zu machen. Das ist auch gar nicht verboten in der ätherischen Ölindustrie, aber doTERRA sagt, nein, das machen wir nie und hebt eigentlich die Industrie da aus einer, ja, aus einer Dunkelheit heraus ins Licht, weil das nämlich dann plötzlich auch für andere nicht mehr ganz okay wird, wenn eine Firma sagt, so stopp, jetzt machen wir hier ein strikteres Siegel drauf. Das ist also kein Bio-Siegel oder kein Cosmo-Siegel oder was auch immer es da noch für andere Routinen gibt. Das ist viel strikter als alle diese Siegel zusammen. Und das heißt bei doTERRA CPTG, Certified Pure Tested Grade. Und tested, da wird eben wirklich auch nochmal unterstrichen, bis zu 170 verschiedene Tests, große und kleine Tests werden an unseren Ölen eben gemacht, damit wir immer sicher sein können, dass da 100% das drin ist, was die Natur uns gegeben hat. Und deswegen kann der Körper das auch so einfach aufnehmen. Es geht quasi jetzt schon in eurem Körper Minze durch den ganzen Körper eigentlich. Wenn wir diese Präsentation fertig gemacht haben, wenn wir fertig sind am Ende, dann ist es in eurem ganzen Körper angekommen. So. Genau. Ich wollte nochmal sagen zu dem Thema reine ätherische Öle, weil es ist auch ein Unterschied, wie viel Pflanzenmaterial man verwendet, um Öl herzustellen. Das heißt, wenn man jetzt quasi nur die Hälfte an Pflanzenmaterial verwendet, dann ist es immer noch ein absolut reines Öl, aber es hat trotzdem nicht die Stärke, als wenn man mehr Pflanzenmaterial verwendet. Und wie du schon gesagt hast, achtet ja doTERRA darauf, das dort anzubauen, wo die halt am besten wachsen. Und das ist einfach auch dann über die Welt verteilt, je nachdem, welches Öl das dann einfach ist. Genau. Und zu Pfefferminz noch als kleinen Tipp, wenn man diese kleinen Mini-Fläschchen hat, da kommt ja nur ein Vierteltropfen raus. Und ich nehme das dann manchmal einfach gerne so ein paar in den Mund. Das ist ganz praktisch für unterwegs, da hat man es nicht an der Hand. Und ist ein wunderbarer quasi Kaugummi-Ersatz, sage ich mal. Aber es macht auch noch wach. Also Kaugummi- und Kaffee-Ersatz könnte man fast sagen. Auf jeden Fall. Das kann man wirklich sagen, weil das sind zwei Sachen, die man sonst entweder kaufen muss und da ist synthetisches Zeug drin oder eben zu Hause in die Thermoskanne und so, aber man kann einfach ein kleines Pfefferminzölchen dabei haben und sich da viele kleine andere viel Zeit sparen wieder und das einfach zack in den Mund nach dem Essen, vorm Essen, am Abend, bevor man irgendwie irgendwo hin muss, vorm Yoga ganz toll, diese Nackenmassage mit Pfefferminze, weil das einen einfach so aufmacht auch, das macht die Bronchien auf, das macht einfach, da kommt viel mehr Luft in uns hinein, was auch dann wieder gut ist, wenn wir uns überlegen, eine der besten Medizinen, die wir in dieser Welt haben, ist einfach Sauerstoff und wenn wir einfach besser atmen und größer in den Atemwegen werden, dann kommt da einfach mehr, oftmals mehr an uns heran und wir können da schon besser entgiften
Und der Körper heilt sich selber besser, wenn wir mehr Sauerstoff aufnehmen. So, da können wir also mit der Pfefferminze dem Körper dabei helfen. Genau, hier kommen auf die Schnelle die drei Bereiche, wie wir doTERRA-Öle anwenden. Und da seht ihr, wenn wir jetzt ganz nach rechts schauen, dass da wieder mal, also dass da nochmal pointiert wird, nur CPG-Öle innerlich anwenden. Das ist eben ganz wichtig, dass die doTERRA-Öle darauf zugelassen sind. Die meisten, es gibt so eine Daumenregel, die du als Essen oder als Heilkräuter wiedererkennst, die kannst du innerlich einnehmen. So für die jetzt direkt fragen, oh Gott, kann ich denn alle essen oder gibt es da irgendwie Sicherheitsvorschriften oder so? Es gibt ein paar, die wir nicht innerlich einnehmen, weil sie einfach innerlich im Körper gar nicht so unterstützend sind, sondern eher auf der Haut oder eher über die Atemwege. Aber die meisten Öle von doTERRA können wir tatsächlich innerlich einnehmen. Das machen wir natürlich auch aus verschiedenen Gründen, wie Alice zum sich das ins Wasser tropfen oder ins Essen oder damit Schokolade oder so kleine Bällchen und so Snacks machen kann man und ins Essen, also ins Salat. Dressing und so weiter kann man das machen. Aber es geht da, deswegen bin ich eingestiegen bei doTERRA, es geht hier eben auch darum, dass man sich gesundheitlich sehr gut unterstützen kann, wenn man ätherische Öle innerlich einnimmt. Und das mache ich zum Beispiel ungefähr zweimal am Tag, dreimal am Tag vielleicht. Morgens ein Tröpfchen Zitrone in mein Wasser, dann mache ich mir eine Kapsel mit DDR Prime oder Frankincense, also Weihrauch heißt das bei euch auf Deutsch, oder Zengest für die Verdauung kann man auch in Kapseln tun, oder eben in meinen Nahrungsergänzungsmitteln sind auch ätherische Öle drin, die sind natürlich auch von doTERRA, sodass ich das in meine Gesundheitsunterstützung mit eingewebt habe und das eben das Proaktive, dass ich eben erst dem Körper gar nicht so viel Chancen gebe, krank zu werden. Also mein Immunsystem wird unterstützt, meine Atemwege werden gestärkt, meine Verdauung wird gestärkt, mein Nervensystem fährt gut runter abends, weil ich eben einfach diese Öle an mich heranlasse. Und das ist, ich fange deswegen rechts an, weil das für mich, die innere Anwendung ist einfach sehr, 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 sehr deutlich, dass sie einen Unterschied macht. Die äußere Anwendung dann auch, wenn man zum Beispiel Hautprobleme hat oder verspannte Muskeln. Da seht ihr, das Deep Blue wird hier ein bisschen beschrieben. Wenn ihr schon Öle habt, dann wisst ihr das auch schon, dass das wahnsinnig schön ist, wenn man jetzt im Garten umgegraben hat oder beim Fitness war und das einfach überall wehtut. Das ist ein 0,nix Verbesserungsöl. Und aromatisch haben wir eben den Diffuser, also ein Kaltwasser. Wie heißt es denn hier? Steht da das mit dem kalten Wasser? Nee, gar nicht. Ich muss nochmal nah dran. Also der Diffuser ist einfach, ist ein Verdampfer, aber nicht auf Wärme basiert. Und die meisten von uns kennen diese kleinen Öllämpchen, die eben mit einem kleinen Teelicht das Wasser verdampfen und da tut man Thymianöl oder so rein und dann verdampft das durch die Wärme und durch das Wasser und weil ätherische Öle eh auch flüchtig sind. Aber damit würden wir die therapeutische Qualität eines Öles vermindern, weil Wärme die Öle einfach ja, verändert, chemisch verändert. Das heißt, es fliegt dann da ein guter Duft in meinem Raum herum, aber der hat einfach nicht mehr die hundertprozentig reine Qualität, weil ich ihn chemisch verändert habe, weil ich ihn gekocht habe. So. Und das geht bei manchen Ölen, ist das kein Problem, aber bei den meisten ist das vermindert das einfach die Qualität. Deswegen haben wir einen Kaltwasserdiffuser, der läuft mit Strom. Das heißt, es ist immer noch ein Kabel, was man braucht bei den meisten. Wir haben einen bei doTERRA, der auch mobil ist. Genau, und das macht man, um die Raumluft zu verbessern und um die Atemwege zu unterstützen und für die Emotionen, weil das ganz, ganz schnell und effektiv die Stimmung ändert im Raum und für die Menschen, die mit im Raum sind auch. Also man kann auf positive Art und Weise Menschen mit ätherischen Ölen manipulieren, sage ich immer gerne, eben glücklicher machen mit ein bisschen Wild Orange oder aufwecken mit ein bisschen Pfefferminze oder beruhigen mit etwas Lavendel und so.
Genau. Was ich noch sagen wollte, genau bei der inneren Anwendung, man kann eigentlich, wenn man sich nicht sicher ist, immer drauf gucken auf das Fläschchen und dann steht da to use for food flavoring. Dann weiß man, dass das für die innere Anwendung ist. Und wie man auch bei Deep Blue sieht, die Blue hat so eine ganz große Kappe, da weiß man, die auf gar keinen Fall innerlich Genau, annehmen. Das genau. ist so eine Art Sicherheitskappe. Und ansonsten steht dann einfach so für Massage. Jetzt muss ich mal gucken, welches nee, sind alle für innere Einnahme hier. Ich habe heute auch eine Kapsel eingenommen mit Kurkuma und Black Pepper. Einfach um, wie umschreibe ich das jetzt, um mich im Mundbereich zu unterstützen. Also um mein Immunsystem zu boosten. Also da ist zum Beispiel auch, also Oregano zum Beispiel ist ein Öl, das kann man innerlich anwenden, aber das würde ich natürlich nicht so wie Pfefferminz einnehmen. Auf gar keinen Fall. Weil Weil es das zu stark ist, ne? Weil es zu scharf genau, so. aber es ist einfach sehr, sehr gut fürs Immunsystem. Und wenn ich es dann gerne innerlich einnehmen will, dann mache ich das einfach in die Kapsel. Also ich habe nicht nur Kurkuma und Black Pepper, sondern auch Oregano, En Garde, Frankincense reingemacht, um halt generell insgesamt das Immunsystem zu unterstützen. Genau. Wunderbar. Hier ist eine Slide, die ihr euch gerne abfotografieren dürft. Hier sind einfach ein paar Öle beschrieben. Und ich lasse die jetzt nur ein paar Sekunden stehen. Also ihr müsst schnell screenshotten. Sonst gibt es natürlich alle diese Infos dann auch. Wenn ihr noch Fragen habt zu irgendwelchen Ölen, dann gibt es das in großen Mengen im Netz. Also digital, das können wir euch alles zuschicken. So, genau. Für die, die jetzt noch keine Öle haben unter euch, ist jetzt natürlich die Frage, wie beginne ich mit doTERRA? Und da habe ich geschrieben, den ersten Schritt wagen, weil das ist ja, es ist halt einfach eine kleine Entscheidung. Möchte ich doTERRA-Öle, möchte ich von einem Wellness-Advokat, von einem Wellness-Berater beraten werden, beziehungsweise angeleitet werden? Wir sind ja da für euch da, von Anfang an bis ihr uns nicht mehr braucht, bis ihr selbstständig geworden seid. Und man kann mit einem Kit beginnen, einer kleinen Hausapotheke, oder man kann eins selber basteln. Der Unterschied ist, dass man bei einer Hausapotheke keine Kontogebühr extra zahlt für ein Kundenkonto, und bei einem eigenen Kit zahlt man einfach eine kleine Kontogebühr für ein Jahr. So, und macht dann einfach. Und man kriegt bessere Preise, wenn man ein Kit kauft, weil das immer in Kits ist es immer reduziert. So. Ja, das ist nur Genau. einmalig, diese Kontogebühr. Also das heißt, das Ja. ist quasi einmal der Einstieg. Und wenn man dann ein eigenes Kundenkonto hat, dann bekommt man auch die Öle 25% günstiger, als wenn man das nicht hätte. Aber wie gesagt, diese Starterpakete sind ideal zusammengepackt von doTERRA. Einfach für Menschen, die einfach generell einen gesunden Lifestyle haben wollen, weil mit der Zeit, ich glaube, das habe ich auch selber so oft erlebt, dann suchen sie sich einige Öle aus und dann kommen aber immer noch nach 2 Wochen Jahren, was mache ich, welches Öl benutze ich bei dem und welches Öl benutze ich bei dem. Und in dieser Hausapotheke sind wirklich die 10 vielseitigsten Öle zusammengefasst für die meisten Dinge, wo man die halt gebrauchen kann. Genau, das ist das Home Essentials Kit, ist die Hausapotheke. Das gibt es also in groß, heißt es dann, weil das sind 15 Milliliter Flaschen, wo ihr 250 Tropfen pro Flasche drin habt. Und dann gibt es eine kleinere Version ohne Diffuser. Da habe ich jetzt den Namen nicht mehr geschafft hinzuschreiben, weil ich musste da ganz kurz was dran ändern. Das heißt Family Essentials Kit. Und es ist eher eine Reiseapotheke, würde ich jetzt sagen. Genau. Und ich gehe jetzt noch schnell weiter zu einem dritten Kit, was mir sehr gefällt. Eben, es ist auch eher eine Reiseapotheke, beziehungsweise ein Massagekit, beziehungsweise ein kleineres Kit für wenn man jetzt nicht gleich die Hausapotheke kaufen möchte, dann kann man das Aroma Touch Diffused Kit kaufen, was eben auch einen Diffuser dabei hat, aber kleine Flaschen. Oder eben für 24 Euro im Jahr der Startgebühr. Also das ist für 12 Monate, und dann nach 12 Monaten verlängert man sein Konto, wenn man möchte. Es ist also niemals bei doTERRA irgendwelche, es gibt keine Pflichtkäufe oder keine automatischen Verlängerungen oder so, sondern es ist alles immer deine eigene Entscheidung als Kunde. Und wenn du nach 12 Monaten dein Konto verlängern möchtest als Kunde und eben weiterhin diese besseren Preise bekommen möchtest, dann zahlst du 20 Euro, glaube ich, oder 21 Euro für das nächste Jahr und kriegst aber ein gratis Öl, ein gratis Pfefferminzöl zugeschickt. Das heißt, dann ist es eigentlich
umsonst, wenn man das gegenrechnet. So, das Pfefferminzöl kostet eben genauso viel im Einkauf dann. Genau, und Aber wenn. wenn ganz kurz noch mal, kannst du noch mal ganz kurz zum Home Essential und zum Family Essential Ja, Kit gehen? Was ich noch mal sagen wollte, was ich immer gerne sage, ist, das Family Essential Kit, also das rechte mit den kleinen Flaschen, das sind alles 5 ml Fläschchen. Die gibt es so danach nicht mehr zu bestellen, sage ich mal, außer das Deep Blue. Die Blue ist immer ein 5 ml Fläschchen, aber die anderen gibt es sonst nicht in 5 ml Fläschchen. Das ist quasi eine Zusammenfassung von kleineren Fläschchen extra für den Start. Aber sonst sind die nicht in 5 ml, sondern 15 ml. Also wenn man sich Preise vergleicht, ist immer wichtig, auch auf diese 5 oder 15 ml Fläschchen zu gucken. Und das Interessante ist, wenn man sich überlegt, das Home Essential Kit, das ist im Prinzip dadurch, dass das alles 15 ml Fläschchen sind, ist es im Prinzip dreimal so viel, aber kostet gerade Nur mal das zweimal. Doppelte. Ja, genau. Und es ist auch so, dass diese Kits, also jetzt, ich sag mal, das Home Essential Kit ist so zusammengefasst, dass es günstiger ist. Also wir können es jetzt auch noch danach immer noch bestellen und kriegen quasi das Frankincense, was ungefähr 70 Euro kostet. Das ist im Prinzip das teuerste Öl von diesem Kit, bekommt man dann quasi gratis dazu, wenn man das sich ausrechnet. Deswegen ist es einfach ein günstiges Angebot und eine schöne Zusammenfassung, weil man nicht nur, ich sag mal, bei dieser Zusammenfassung, wenn wir das bestellen, können wir uns denken, ach cool, können nochmal unseren Vorrat auffüllen, vielleicht einen zweiten Diffuser und haben das Frankincense kostenlos dazu. Aber wenn ihr das bestellt, spart ihr euch auch noch die Kundenregistrierungsgebühr. Also das ist dann ein sehr, sehr gutes Angebot. Wenn man auch noch nicht so viel Erfahrung hat mit den Ölen, sind das einfach die Basisöle, aber natürlich könnt ihr euch auch selber was zusammenstellen. Genau. Was jetzt auch noch im April noch dazu kommt, es ist ja noch April, dass bei einem Family Essentials Kit, bei dem kleineren also, kommt ein kleines Mandarinenöl dazu gratis als Geschenk von doTERRA. Und Alice, du musst mich daran erinnern, was kommt denn beim Home Essentials Kit dazu Beim Home gratis? Essential Kit kommt auch das kleine Red Mandarin, also rote Mandarine. Das gibt es auch sonst gar nicht. Das können wir so also auch nicht bestellen. Deswegen ist es auch was Besonderes. Und beim Home Essential Kit kommt dann noch ein Leimöl. Habe ich das jetzt hier? Nee, ich habe es gerade eben in meinem Wasser gemacht. Ich finde, Leim riecht auch super, super lecker. Und Clementine, also Clementine. Ah, wow, okay, also eine Zitrusbombe noch mit dazu. Und die kann man zum Beispiel eben allesamt innerlich einnehmen. Die kann man super im Diffuser benutzen, weil gerade Zitrusöle sind einfach wunderbar zu kombinieren mit allen anderen Ölen. Das heißt, man kann eigentlich nie genug Zitrusöle da haben. Ich würde eh auch empfehlen, dass alle sich noch einen Wild Orange dazu tun. Das haben wir jetzt gar nicht aktiv benutzt, das habe ich ganz vergessen. Das könnt ihr euch, falls ihr das Wild Orange jetzt noch habt, könnt ihr euch das einfach noch einmal schnell rausnehmen und nochmal genießen. Das ist tatsächlich immer noch und wird immer bleiben mein Lieblingsöl. Und also was ich eigentlich am allermeisten mit Wild Orange mache, außer dass ich es trinke, ist, dass ich es mir in die Haare mache. Ich mache mir einen Haardiffuser damit und das macht man tatsächlich einfach so, wie ich jetzt mache. Eine kleine Massage ins lange Haar oder ins kurze. Aber beim langen Haar ist es dann so, wenn ich mich bewege, wird es den ganzen Tag über mir eine kleine Zitrus, ja, eine Duftwelle zubringen. Ach, das ist einfach wunderbar. Das heißt, man kann sein eigener Diffuser sein, auch unterwegs. Und emotional ist das Wild Orange einfach ein Glücklichmacher, eine kleine Sonne, die einen immer wieder so wie als würde man sich hochrecken an einen Orangenbaum in Spanien und eine Orange pflücken. Das Gefühl bekomme ich jedes Mal. Das habe ich tatsächlich schon mal gemacht, aber einfach, wenn ihr euch vorstellt, auch in der Kombination mit Pfefferminze, ist es ein stimmungserhebendes, ein erhellendes Öl. Es gibt tatsächlich, ich finde, ich muss sagen, es riecht wie so wie Nimm zwei. Ihr kennt ja das, ihr kennt ja alle Nimm zwei. Wenn ich das in Schweden berichte, dann muss ich immer sagen, was Nimm zwei ist. Aber ihr wisst ja, Nimm zwei. Und da das Apfelsinenbonbon davon, das habe ich geliebt als Kind. Und so riecht Wild Orange für mich. Ja, das Thema von Wild Orange ist ja auch Thema Überfluss, ne? Und ich weiß, nur eine Freundin von mir meinte, die denkt bei Wild Orange an Schokolade, aber das liegt daran, dass sie es immer mit Schokolade kombiniert hat. Ja, genau, das kann man natürlich sehr gut machen. Das passt wunderbar mit Schokolade dazu.
Genau, und wenn ihr Kunde werdet über Alice, über mich oder über Kezia oder über unser Team, was wir euch dann noch gerne einfach im Voraus sagen möchten, beziehungsweise ihr das schon seid, ihr wisst es auch schon, dass wir euch ja, jede Woche eigentlich, wenn ihr möchtet, mit mehr Informationen füttern. Wir unterstützen euch in dem Prozess, eure Öle kennenzulernen. Ihr könnt uns gesundheitliche Fragen stellen. Wir sind natürlich keine Therapeuten. Das heißt, was wir dann machen, ist, wir öffnen unsere Ölebücher oder gucken in die ab und gucken, was haben denn andere Menschen für dieses Problem schon benutzt und machen euch Vorschläge, wie ihr eure Öle am allerbesten anwenden könnt, damit ihr die wirklich in den ganzen Haushalt und in den ganzen Alltag mit einbindet. Dann entsteht wirklich erst das, was ich jetzt das Magische nenne an den Ölen, wenn die wirklich von überall euch helfen und langsam aber sicher einfach das Leben in alle Richtungen verbessern. Und das ist eben gesundheitlich, mental, physisch, körperlich, überhaupt umweltbezogen, also wie eure Umwelt euch entweder unterstützt oder eben belastet. So, genau. Ja, ich weiß noch, wo ich die Öle bekommen hatte und ich fand es einfach total cool, dass ich einfach Katha jederzeit einfach schreiben kann, zu jeder Tagesuhrzeit. Natürlich heißt es, man muss natürlich auch warten, dass die Person auch Zeit hat zu antworten und dann nicht glauben, man bekommt jederzeit andauernd eine Antwort. Natürlich nicht, aber trotzdem ist es einfach schön, wenn man Ansprechpartner hat und einfach mal schnell über WhatsApp schreiben kann oder über wie auch immer auf bei Telegram oder Instagram und fragen kann, so, was mache ich denn mit dem Öl und was kann ich denn dafür benutzen oder sonstige Fragen. Das ist einfach total schön. Also ich weiß noch am Anfang, wo ich dich gefragt habe, was der Unterschied zwischen ist aromatisch, tropisch und innerlich und du mir das dann so erklärt hast in der Sprachnachrichten so, ah, okay. Weil man Genau. kann sich nicht alles merken, was im Workshop besprochen wird. Deswegen ist es einfach gut, einen Ansprechpartner nochmal zu haben. Genau, und jetzt einfach nochmal zum Abschluss. Ihr könnt natürlich auch jetzt schon entscheiden, dass ihr so werden wollt wie Alice und ich. Aber das hat ja bei Alice und mir auch einen kleinen Prozess gebraucht. Beziehungsweise ich habe dafür nur eine Woche gebraucht, dann habe ich schon meine Workshops angefangen, weil ich einfach so begeistert war. Aber es gibt ja bei doTERRA keine Vorgaben, so wie ihr jetzt euch zu den Ölen stellen sollt, sondern ihr könnt einfach glücklich wie 90% der doTERRA-Benutzer eure Öle anwenden und die eben kennenlernen und überall einsetzen. Und wenn es dann Sinn macht, dann raten wir natürlich dazu, dass ihr die Flaschen, die ihr schneller leer macht, dann monatlich nachbestellt, damit ihr die besten Preise bekommt. Wir werden euch immer auch ermuntern dazu, anderen Menschen davon zu erzählen, wie diese Öle für euch funktionieren, wie die euch helfen im Alltag, weil es einfach, also weil doTERRA sich am allerbesten über Word of Mouth, also über Mensch-zu-Mensch-Situationen verbreiten lässt. Und das wollen wir natürlich. Wir haben da eine Vision, dass irgendwann alle Menschen ätherische Öle in ihrem Leben irgendwie anwenden. Und ihr könnt natürlich immer Menschen, die Fragen haben, an uns weitervermitteln, damit wir das dann beantworten können und denen helfen können, wie sie anfangen mit ihrem Öleweg. Oder ihr werdet selbst so wie Alice und ich und andere in unserem Team und bildet euch aus zum Wellnessberater. Es kostet nichts. Das ist ganz einfach. Man muss nur die Frage im Herzen haben und den Willen. Und dann kann man das direkt werden, wann man möchte, wann man sich inspiriert dazu fühlt. So. Genau. Jetzt ist meine Slideshow fertig und ich danke euch für eure Zeit. Wir haben ein bisschen mehr als eine Dreiviertelstunde gebraucht, glaube ich. Und ich muss jetzt mal hier schnell die Knöpfe finden, um das Recording auszumachen, damit ihr Fragen stellen könnt. Das heißt, ich da stop recording.